Herzlich willkommen wieder zu einer neuen Folge von Mensch Matti, Leben, Lernen und Gestalten. Ich freue mich auf der einen Seite natürlich schön, dass du da bist. Und auf der anderen Seite freue ich mich über mein neues Studiolicht, was ich hier im Hintergrund eingeschaltet habe. Ich hoffe, wenn du jetzt bei YouTube dabei zuschaust, dann wirst du sehen, dass dieser Hintergrund etwas leicht bläulich angehaucht wird. Ja, in typischen Matti-Blau. Und das habe ich mir gegönnt, um einfach nochmal ein bisschen mehr Qualität hier auch mit reinzubringen. Also ich glaube, das Ganze sieht auch nochmal ein bisschen schicker aus. Zumindest, ich finde es gut. Ich bin ein bisschen stolz drauf. Ich freue mich wie Bolle, dass es irgendwie immer ein bisschen weitergeht, dass wir hier irgendwie das Ganze immer ein bisschen weiter vorantreiben. Und heute habe ich auch wieder ein schönes Thema mitgebracht, das eigentlich von euch da draußen aus der Community kommt. Heute soll es um Freunde gehen. Und ja, wie viele Freunde du eigentlich genau brauchst oder wie wir auf dieses Thema kommen, das erzähle ich dir direkt nach dem Intro. Ja, so war es einfach vor, ich glaube knapp 2 Wochen war es, als ich mit einem guten Freund von mir, den haben wir besucht mit seiner Familie in der Nähe von Berlin, und da saßen wir in seinem Garten bei einem Bierchen an seinem Swimmingpool, es war schön heiß, und wir haben so ein bisschen philosophiert und saßen da gemeinsam und haben überlegt, ja, weißt du, eine wichtige Frage wäre doch eigentlich auch, wie viele Freunde ich brauche. Früher dachte ich immer, ich brauche richtig viele Freunde, damit ich beliebt bin, damit ich viele Leute habe, die ich kenne, damit ich mich immer mit Leuten treffen kann, damit immer irgendjemand Zeit hat und ich mich nicht allein fühle. Und da habe ich ihn so angeguckt und musste so ein bisschen schmunzeln, weil ich glaube, mir ging das gerade während der Schulzeit auch nicht unbedingt anders. Ich habe mich sehr viel mit verschiedensten Leuten getroffen. Ja, und dann habe ich erstmal über diese Frage nachgedacht und so auf dem Rückweg hatte ich ein bisschen Zeit, da habe ich dann drüber philosophiert und überlegt, ja, wie viele Freunde braucht man denn eigentlich wirklich? Und da sind mir so ein paar Sachen zu eingefallen, die ich gerne mit dir teilen möchte, weil ich finde, die sind für die Beantwortung der Frage eigentlich auch immens wichtig. Bei mir war es zumindest so, auch während der Schule oder auch während der Ausbildungszeit, während des Studiums, ich hatte mehrere Freundeskreise. Und ich habe auch versucht, zum Beispiel an meinen Geburtstagen diese Freundeskreise irgendwie zu vereinen, also irgendwie zusammenzubringen, hat aber nie funktioniert. Und außerdem waren die auch irgendwie so unterschiedlich, dass die sich dann auch nicht untereinander irgendwie kennengelernt haben, sondern in ihren Freundeskreisen dann auf der Party geblieben sind. Letztendlich ist das Projekt quasi gescheitert. Also ich hatte dann immer noch weiterhin diese Freundeskreise, aber zu vermixen war gar nicht so einfach, weil vielleicht kennst du das auch selber. Die einen kennst du aus der Schule, die anderen kennst du aus dem Sportverein, die anderen kennst du aus der Uni, die anderen kennst du, weil du noch irgendein anderes Hobby machst, die anderen hast du irgendwie mal kennengelernt, weil du im Urlaub die getroffen hast. Also zumindest bei mir war es so, ich hatte mehrere Freundeskreise. Lass mal, ich will mal gerade noch mal durchzählen, wie viele sind denn das? Also ich hatte so meinen Schulkreis natürlich, dann war ich in den Ferien in einem Urlaub auf einem Kinderclub und habe da halt einen Freundeskreis noch gehabt. Dann habe ich halt noch Sport gemacht, im Sportverein, hatte da noch einen Freundeskreis. Also man könnte sagen, ich hatte so 3 verschiedene Freundeskreise, mit denen ich mich auch regelmäßig irgendwie getroffen habe, aber halt nie zusammen. Sondern ich habe mich mal mit denen getroffen, ich habe mich mal mit denen getroffen und ich habe mich mal mit den anderen getroffen. Ich glaube aber, dass das okay ist. Also da ist ja erstmal nichts Verwerfliches dran. Und das sagt ja auch erstmal noch gar nichts über die Anzahl von Freunden, die du brauchst. Ich glaube allerdings auch, dass es die verkehrte Frage ist, denn eigentlich ist ja gar nicht wichtig, wie viele Freunde du hast, sondern wie viele dir wichtig sind von diesen Freunden. Und das sollte natürlich auch immer auf Gleichzeitigkeit beruhen. Das ist so die nächste Definition, die ich gerne mitgeben möchte. Eine Freundschaft ist keine Einbahnstraße. Das heißt, wenn du einer Person die ganze Zeit hinterherläufst und die ganze Zeit für die machst, aber die eigentlich gar keine Energie investiert in die Beziehung, in die Freundschaft, die ihr habt, dann ist das keine gesunde Freundschaft, keine gesunde Beziehung. Es gibt mal so Phasen, wo man einfach keine Zeit findet, wo irgendwie das total stressig ist.
Ey, no way, da soll keiner irgendwie an den Pranger gestellt werden für, sondern mir geht es eher darum, dass jemand halt die ganze Zeit immer die Termine macht, hinfährt, was macht, die Energie einsetzt und der andere eigentlich gar nichts. Ja, außer vielleicht ein paar Ausreden parat zu haben. Ich glaube, das ist keine gute Freundschaft, denn wir kommen jetzt gleich auf die Definition, wo ich eine gute Freundschaft drauf festmache. Deswegen, ich würde, glaube ich, gerne nochmal einen Schritt weiter gehen, weil die Frage ist ja für mich nicht, wie viele sind denn überhaupt viele? Wie viele sind wenige? Bin ich dadurch weniger beliebt oder für wen? Das ist so meine nächste Frage. Für wen mache ich das denn mit der Freundschaft? Denn machst du das für dich oder machst du das für andere? Wenn du es für andere machst, dann lass es sein. Du musst nicht für andere viele Freunde haben, damit die sehen, wie Mensch, der ist ja richtig beliebt, dann will ich mit denen auch befreundet sein, sondern du solltest für dich definieren und das ist viel wichtiger, wen du in deinem Umfeld brauchst. Und da kommen wir schon zu Schritt 4. Nutze oder, nein, nicht nutze, erkenne Menschen, die dich im Leben weiterbringen können. Die müssen nicht mehr unbedingt deine Freunde sein, aber umgib dich zum Beispiel mit denen und habe dann noch deinen Freund im Schlepptau. Freunde sollten natürlich Supporter sein. Ja, das heißt, wenn du dir irgendwas vornimmst, dann sollten die sagen, geile Sache, here we go, ich unterstütze dich, was brauchst du von mir, damit du es auch schaffst? Oder halt auch an dich glauben, dich motivieren, dir immer wieder Energie zuflößen, damit du weiter durchstarten kannst. Das ist, glaube ich, wichtig. Wenn du das von Personen nicht zurückbekommst, dann glaube ich, ist es schwierig in der Freundschaft. Ganz genauso, ich glaube sogar noch andersrum, das ist noch ein bisschen extremer, wenn die ganze Zeit negativ zu dir zugesprochen wird. Ah, das ist nicht realistisch. Ach, das kannst du eh nicht. Ah, da sind andere besser. Ja, so eine typischen Glaubenssätze, wir haben schon viel über Glaubenssätze in diesem Podcast, in diesem Format gesprochen. Das ist so ein Thema. Das ist, glaube ich, immens wichtig, wenn wir über Freundschaft sprechen. Freunde sind für dich da. Sie sprechen dir positiv zu und unterstützen dich, motivieren dich, und sind für dich da. Und ich glaube, das ist auch das viel Wichtigere. Es geht gar nicht um die Anzahl der Freunde oder der Freundeskreise, sondern es geht vielmehr darum, wer für dich da ist, wenn du ihn mal brauchst. Und ich glaube, das ist dann wirklich die Definition für mich von wahrer Freundschaft. Überleg mal, das beste Beispiel ist eigentlich, wenn du umziehst. Diese Erfahrung habe ich auch gemacht. Da können zig Leute zusagen und sagen, ja, helfe ich dir, aber wie viele kommen dann wirklich? Oh, ich habe heute Bauchschmerzen. Oh, ich habe einen Termin total vergessen. So, und plötzlich stehst du alleine vorm LKW, das wär absurd. Deswegen guck mal, ich glaube, das Umzugsbeispiel ist echt gut, um zu schauen oder um zu wissen, okay, wer würde da wirklich mit anpacken und die Möbel in den LKW packen und mit mir den Umzug machen? Weil ich glaube, dass das echt, gerade vor allem, wenn es dann auch noch so an einem Sonntag um 8 Uhr losgeht oder sowas, dass tatsächlich dann die gerne mit dir abhängen, wahrscheinlich nicht kommen und die deine Freunde sind, dich unterstützen natürlich und dann auch für dich am Sonntag um 8 Uhr aufstehen. Bitte definiere Freundschaft nicht dann da auch noch durch, ob jemand dann noch irgendwie Kaffee und Kuchen mitbringt zum Umzug oder irgendwie noch gefragt hat, ob er noch Decken oder Schnallen oder sowas mitbringen soll. Ich glaube, in dem Fall ist es wichtig, dass die Person da ist und dass jemand für dich morgens am Sonntag um 8 Uhr aufsteht, um dir zu helfen, ohne dafür einen Gegenwert zu verlangen, das spricht von wahrer Freundschaft. Und davon brauchst du gar nicht so viele Leute. Im Prinzip brauchst du so viele Leute, dass du dich damit wohlfühlst. Und das kann eine Person sein, mit der du alles teilst, mit der du telefonierst, mit der du dich regelmäßig triffst. Es können zwei Personen sein, es können auch zwei verschiedene Personen sein, die sich vielleicht auch gar nicht kennen, ne? Sondern der eine ist in dem einen Freundeskreis, der andere ist in dem anderen Freundeskreis. Hey, das ist auch völlig in Ordnung. Es geht, glaube ich, gar nicht so um die Anzahl, sondern wie viele von deinen Freunden kannst du wirklich nicht vertrauen, aber auf wie viele von deinen Freunden kannst du wirklich zählen? Und ich glaube, das ist viel wichtiger, dass du in die
deine Energie investierst, als in ganz viele verschiedene andere, die du vielleicht irgendwie einmal im Jahr auf dem Geburtstag siehst. Mach dir dazu mal Gedanken und guck mal so in deinem Umfeld durch. Also die Tipps, die ich dir heute gerne mitgeben möchte, ist, investiere die Zeit in die wahren Freunde, die auch für dich da sind, wenn du sie mal brauchst. Was dann aber auch auf Gegenseitigkeit beruhen sollte, ne? Also es ist keine Einbahnstraße, so eine Freundschaft. Das heißt, wenn diese Person das vielleicht nicht so empfindet, ist das auch all fine, aber dann solltest du auch nicht die ganze Energie da in diese Person investieren. Und das Zweite ist einfach, ja, stay who you are. Du brauchst nur so viele Freunde, wie du brauchst. Ja, und das ist völlig fein damit, wenn das eine Person ist, wenn das fünf Personen sind, wenn das zehn Personen sind. Mir fällt gerade noch eine Story dazu ein, die ich unbedingt nochmal dazu teilen möchte. Weil wie Udo Lindenberg, macht dein Ding, so eine Story ist. Ich hatte in der Schule jemand, einen richtigen coolen Typen, der Judo oder Karate hat er, glaube ich, sogar gemacht. Und eines Tages hat er gesagt, ich möchte gerne Opernsänger werden. Und das in der Schulzeit. Ja, das Gelächter war groß, das Gekicher war groß, aber er hat das durchgezogen. Er ist regelmäßig zum Unterricht gegangen, hat dann auch noch eine Sopranstimme, also eine hohe Stimme gehabt, ja, also keine Bassstimme, und hat das durchgezogen. Und weil er es so durchgezogen hat, hat er irgendwann auch Anerkennung dafür bekommen für sein Hobby von den Schülern. Und was ist natürlich passiert? Irgendwie fanden das plötzlich alle cool, vor allem, wo sie ihn dann auch gesehen haben, wie er damit auftritt oder ähnliches. Dann ist er auch mal in der Schule aufgetreten, ja, bei so ein Schulevent, ja, und hat sich da auf die Bühne gestellt und hat da mit seiner Sopranstimme also eine Opernsong gesungen, und das war krass. Ich hatte Gänsehaut, es war mega, und er hat dann Standing Ovations bekommen. Also ich zeige. Das soll euch auch nur wieder ein bisschen Mut zu sprechen, dass ihr auch Mut haben dürft zu euren Entscheidungen. Und die müssen nicht populär sein. Die müssen nicht beliebt sein bei anderen, sondern es darf euer Ding sein. Und wer euch dabei unterstützt, bei diesem Ding, der da neugierig ist, der danach fragt oder der vielleicht auch sagt, ja klar, es ist voll dein Ding oder du kannst das voll gut, bleib dabei, mach das, zieh das durch, ich bin für dich da. Das sind die richtigen Leute in deinem Leben, den du vertrauen darfst. Also, guck mal in deinem Umfeld, wer da so da ist. Wenn dir diese Folge gefallen hat, dann würde ich mich freuen. Lass doch mal wieder ein Abo da, einen Daumen hoch da, eine Rezension da, die ich vielleicht auch beim nächsten Mal wieder mit vorlesen kann. Die nächste Folge wird übrigens wieder eine Interviewfolge. Ich freue mich schon tierisch drauf, will aber nicht zu viel verraten. Ich wünsche euch jetzt erstmal einen schönen Tag, einen schönen Dienstag, wenn ihr das hier hört. Und wir hören uns wieder nächste Woche. Bis dann.